Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zur weiteren Runde Final Fantasy VII. Wir sind das letzte Mal nach einem Kampf ausgestiegen und da geht's heute weiter. Sektor 8, Chor 2, wir haben den Mann. Festnahme folgt. Ja, ich denke nicht. Hey, wo hast du das? Oh, vielleicht doch. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Hm? Moment. Bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Aha. Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makro-Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Ist ja wie die Deutsche Bahn. Weißt du, aufgrund von ISNI kommt derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Hatte ich neulich erst wieder. Wollte wohin fahren? Und naja, meine Anschlusszüge waren jeweils so theoretisch 4-5 Minuten hinten dran. Nach meiner Ankunft. Aber also, es ist so, ich komme, weiß nicht, beim ersten Halt auf Gleis 4 an. Müsste auf Gleis 5 weiter, also einmal rüberkippen sozusagen. Ja, aber war nicht, weil mein Zug so 10 Minuten zu spät kam. Das Witzige ist, der zweite Anschluss, den hätte ich locker dann jeweils bekommen, so zwischen 10 und 30 Minuten Umsteigezeit. Aber der erste Anschluss war bei allen Fahrtalternativen immer weg. So, ich bin dann in den Zug eine Stunde später eingestiegen als geplant. Und wisst ihr jetzt, was die Pointe an diesem Witz ist? Ich bin mit dem Zug weitergefahren, den ich dann auch genommen hätte, wäre ich in den Zug eine Stunde früher eingestiegen. Nämlich, weil der Zug eine Stunde früher, weiß nicht, glaube 10, 15 Minuten Verspätung hatte. Und der Zug, wo ich dann mit weiterfahren wollte, fährt nur jede Stunde. Das heißt, ich hätte eine Stunde noch zu Hause verbringen können, weil ich so oder so diesen Anschluss genommen hätte. Oder ich hätte eine Stunde früher fahren können, weil dann hätte ich nicht um den Anschluss bangen müssen, weil online stand drin, jo, 3 Minuten Umsteigezeit, könnte kritisch werden. Weißt du, und ich stehe dann so da, mir ist schlecht. War halt auch schon abends. Und irgendwann kommt dann auch so die Frage, habe ich eigentlich noch Lust, loszudüsen? Traum, oder? Ja. Nicht dein Ernst, oder? Den Reaktor ich fühle mich hundeelend. Genauso sehr wie die. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Ohne Strom das war meine sind wir total aufgeschmissen. Aber sowas das haben die Chaos Konstrukteure sich doch sicher auf Sektor 7 bedacht. Auswirken. Shinra wird schon du irgendwie hast diese richten. Unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja.
Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Oder denk vielleicht drüber nach, ob Shinra da so die Griffel mit im Spiel hatte. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Hm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Hm? Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Na, den hast du es ja gezeigt, Barrett. Unverschämt. Hoffentlich kommen wir bald an, Mann. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Boah, schnarch mal leiser. Hallo? Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Makostadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Mako-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Himmel.
Ich weiß nicht, was ich während der Loading-Sequenz nochmal sagen soll. Na endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir! Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Sei guten Abend, Spatzi! Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön! Nichts passiert? Was ein Glück! Ja! Wir haben's geschafft! Astra! Gesund und munter zurück! Die Mission war ein voller Erfolg! Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten! Genau! Leute! Tönt ihr nicht so rum! Wir fliegen auf! Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Hey. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Oh lol, ich dachte... Ich dachte, es heißt siebtens Himmel. Und nicht siebter Himmel. Oh, weia. Ja, und ich habe das Spiel schon mal gespielt. Was die Sache nochmal ein bisschen peinlicher macht. Und da oben ist übrigens die Platte. Mit dem Hauptpfeiler. Hübsch, oder? In der ewigen Nacht hier unten. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Sieht das alles lecker? Schön, ja. Was ist los? Also es hat auch einen gewissen Charme hier unten, ne? Aber ist auch irgendwo traurig. Ne, es ist einfach so diese Dystopie, die hier nochmal so richtig dargestellt wird. Final Fantasy VII ist halt so ein schönes Spiel, weil es einfach so eine tiefe Message mitbringt. Und so Licht- und Schattenseiten. In der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten, die nach dem... In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Sowas Ähnliches. Davon sind... Das ist das dynamische Trio. Das trynamische Trio. Wer steht hier? Achtung! Wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Ach komm, Cloud, sei nicht so eine Muschi. Ah. Würde gerne mal einen Screenshot davon machen, ohne das Dreieck. Können die nachher versuchen, es zu übersetzen. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, gut. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl. Gib dir gleich mal zack, zack. Ihr seid Offiziere. Na und? Ich hab oben eure Gardisten weggeschnetzelt. Du denkst vielleicht, du bist hart, aber ich bin härter, sagt der Härter. Na doch, sonst geht's mir gut. Der siebte Himmel. Ne, also, es sind Slums. Und es ist nicht unbedingt toll. Aber es hat einen gewissen Charme. Ja, man macht halt so das Beste aus dem, was man hier unten hat. Schrecklich. Zum Glück hatte ich heute frei.
Die Leute sind zwar arm. Bin ich jetzt arbeitslos? Donnerwetter. Sieht gar nicht schlecht aus. Aber irgendwo haben sie auch viel. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen. Meine Eltern aus meinem Heimatort zu mir mitnehmen. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Na? Du Dreckskerl! Bist du etwa meiner kleinen Prinzessin aus Nagiot? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Ah, warte mal. Kann ich hier nicht irgendwo die Schallplatte dazu einstellen? Einstecken? Jukebox, kannst du dein Lieblingsmusikstück hören? Tifas Theme erhalten. Jawohl, ich habe schon 2 Schallplatten verpennt. Scheiße. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ja, das Spiel ist schon schön. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Hast du es nicht gemerkt? Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im 1. Stock. Direkt neben deinem. In Nummer 201. Hallo, Texturen. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Also tiefer. Die 202 ist dein Zimmer.
Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Dann gehe ich mal in mein Zimmer ohne Texturen. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Doch was das für Geräusche nebenan sind, werden wir beim nächsten Mal erst herausfinden. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.